Schönen guten Tag, Dani hier von der Outdoor-Gruppe Spindler. Den jungen Mann kennt ihr wahrscheinlich schon, der Nick von K-Custom Würzburger Tuning Schmiede. Wir sind in Wolfsburg in der Autostadt und was machen wir hier, Nick? Ja, wir holen ein Projekt ab für 2018, wo wir zusammen ein bisschen mit Spindler begleiten. Lasst euch überraschen, auf jeden Fall, es wird was Geiles werden. Ich habe schon gehört, die Farbe soll ziemlich fancy sein. Ja, aber wir müssen natürlich ein bisschen über den Tellerrand drüber gucken. Farbe ist ein bisschen anders, wie es gewohnt ist. Wir gehen rein, holen das Teil ab und alles andere seht ihr später. Ich schnapp mir die Kamera und begleite dich. Alles klar. Wir sehen uns. Ja, geil sind halt die alten Farben. Finde ich mega. Wie schaut's aus? So, wir haben jetzt einen schönen Pager bekommen. Und sobald der Pager das Bimmeln anfängt, werden wir abgeholt. Na, nice. Kommt's Auto, Leute. Welche Farbe hat er? Naja, eine Farbe hat er halt. Komischerweise weiß ich auch, wo ich hingehen muss. Ne? Schick, 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 schick. Schöner Polo. So, Nick. So, jetzt können wir das Ganze auch mal auflösen, was das ganze Auto ist. Wir haben natürlich schnell einen 7er GTI Performance. Was ist mit der Farbe? Kamera ist kaputt. Nee, Quatsch. Farbe ist halt was Besonderes. Angelegt an alte Autos. Ja, geil sind halt die alten Farben. Ich will das Ganze aber noch nicht zeigen. Das hat einen Hintergrund. Warum? Weil es sieht besser aus, wenn wir schon was dann gemacht haben und dann zeigen wir das erste Mal. Oder währenddessen. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. PS DSG. Und volle Hütte, ne? Relativ, sage ich jetzt. Was mir immer gerne weglassen ist zum Beispiel DCC. Das ist per Knopfdruck Fahrwerksregelung, weil wir eh ein anderes Fahrwerk reinbauen. Muss man nur für teures Geld sozusagen stilllegen. Nicht unbedingt Fan davon, weil wir lieber unsere Sachen einbauen. Oh, jetzt haben wir erstmal 361 Kilometer vor. Geht's los! Du klebst jetzt das Nummernschild an. Ich tue das Nummernschild immer schnell fixieren, sage ich jetzt mal. Weil ich keine Lust habe auf irgendwelche Löcher, die dann nicht schön sind. Verstehe ich auch immer, ne? Wie man Nummernschilderverstärker aufs Auto machen kann und immer ganz außen bohren. Es gibt halt noch Menschen, die wollen gerne ein kurzes. Ne?